Unser heutiger Gast ist einer der besten deutschen Schauspieler, in unheimlich vielen Filmen mit dabei gewesen. Ein großartiger Künstler und immer ein grandioser Gast bei uns. Herzlich willkommen, Jürgen Vogel! Ich freue mich, dass du so spät hier noch bist. Normalerweise ist es so, wenn wir 18 Uhr aufzeichnen, kommen die Gäste, dann treten die auf und dann fliegen die noch irgendwie Berlin oder Hamburg zurück. Aber du bleibst in Köln. Ja, na klar, auf jeden Fall. Ich arbeite eh gerade hier, deswegen, sonst wäre ich auch nicht gekommen. Nein, Quatsch. Drehst du schon wieder einen neuen Film? Ja. Gerade mit Axel Prahl zusammen. Ah, Grüße bitte. Ja. Tatort? Nein. Ich soll dich auch ganz lieb grüßen. Von Axel? Er zum Beispiel ist eingeschlafen. Er wollte nämlich eigentlich mitkommen und sich da irgendwo hinsetzen. Aber er hatte mich angerufen, du sag einen lieben Gruß, aber ich bin todmüde. Wir stehen halt auch sehr früh auf. Natürlich, das glaubt man nämlich immer. Man glaubt, die Schauspieler sind ein fröhliches Völkchen und so weiter. Und hier und da, nichts da. Nix. Wann musst du mal 4 Uhr morgens in der Maske, je nachdem, wie es die Rolle ist, oder? Ja, ich jetzt nicht. Axel geht schon früher in die Maske. Ich krieg das Gebiss und die ganzen Scheiße, aber wir müssen sie überhaupt mal gucken, dass man das filmen kann. Aber 6.30 Uhr werde ich abgeholt morgen. Aha. Das ist krass, ne? Ja. Schon ein bisschen Mitleid jetzt. Das ist ein Film, der dann irgendwie nächstes Jahr oder so zu sehen ist? Im Fernsehen oder im Kino? Nee, Fernsehspiel für die ARD. Für die ARD. Ja. Du hast jetzt wirklich ein tolles Fernsehspiel gemacht für das ZDF-Duell in der Nacht mit Iris Berben. Ja, das war schön. Da sind unglaublich viele Leute wirklich begeistert. Vor allem von der Szene zwischen dir und Iris Berben, wie ihr euch da so... Das hat gefunkt. Das hat geflirt. Ja. Tolle Frau. Absolut. Sehr schöne Frau. Hier hast du gar keine Frauen in der Sendung, ne? So. Oder eben war ja eine da, aber ich meine jetzt so. Entschuldige. Das war jetzt gemein. Ist Olli eigentlich noch da oder ist er jetzt da bei dieser junge Union-Veranstaltung? Dieses Dunkle mit dem Licht, das ist Olli. Olli! Ja. Grüß dich, bist du gar nicht hier. Jürgen! Ich meine, mich stört's nicht, weißt du? Grüß dich! Kennt ihr euch? Ja, wir kennen uns. Ja, Jürgen. In Kutschis, weißt du noch? Damals. Wo du so bei mir am Tisch versucht hast, Stand-Up-Comedian zu machen, das war überhaupt nicht lustig. Das ist schon ein paar Jahre her, da warst du noch, oder so. Ich kann mich auch noch dran erinnern, du warst auf den Knien damals, weißt du, da bist du da am Tisch geschleimt. Weißt du das noch? Wir waren auch, wir waren auch bald zusammen bei... Ich fand den immer gut, Bitte? Oliver, was ist? Entschuldige. Ich habe gerade mit Aaron so nett, wir haben die ganze Zeit so gequatscht über dich. Das ist kein ganz schön dick geworden, was? Nein, entschuldige! Ja, danke. Okay, alles klar, Olli, danke dir. Ja. Das wird mal ganz großer, glaube ich. Der ist noch da. Olli, sag mal. Du bist bei der Jungen Union gelandet gerade, ne? Ja. Ich wollte euch ganz kurz noch vorstellen, dass Bruce Danell noch mehr Verwandtschaft hat, die wir hier gerade sehen. Und der bricht dir gleich die Nase. Der wer? Terrell. Terrell? Ja. Wo kommst du her? Aus Bayern. Ja. Und Bayern ist ja eigentlich auch ein guter Übergang, denn so wie du aussiehst, interessierst du dich komplett für Fußball, oder? Nee. Eher für Musik, aber Fußball ist nicht meine Sache. Ah, verstehe. Also. Olli, sag mal, was hast du da am Ohr? Hast du eine Ohrenentzündung oder warum hältst du das Ohr die ganze Zeit zu? Das sieht total beknackt warum aus, ich das ehrlich. Ich höre halt mir das Ohr zu, weil ich sonst hier gar nichts verstehe, weil hier so eine Mega-Stimmung ist und die ganzen Kabelhilfen tanzen im Hintergrund. Und deswegen mal, hinter dir, du hast so das Fan. Ohr zu halten. Da ist so eine Frau mit grauen Haaren mit Brille, die hast du vorhin schon mal angemacht. Die ist jetzt weg. Ja. Die geht die ganze Zeit hinter dir, das ist ein Stalker. Du hast übrigens mein Wochenende versaut, weil ich hab dich die ganze Zeit immer noch wichsend auf dem Bett im Kopf von Der freie Wille. Für dich habe ich den Film gemacht, Olli. Ja, das hat mir nur persönlich sehr gut gefallen, weil das war brauchst du dir nichts mehr aus dem Internet runterladen, dann kannst du die DVD jetzt holen, weißt du? Ja. Ich frage einfach mal in die Runde, wollen wir gucken, ob warte ganz Oli kurz, ich höre nicht so schlecht wird oder nicht. Warte, was? Kannst du mich ob sehen eigentlich, abwarten? Olli, das geht nicht, ne? Du guckst ja in die Kamera, stimmt's?
Warte mal, aber du bist doch Medium, du müsstest mich doch sehen. Mentalist, was, Olli. Bitte? Mortadella. Ja, ich bin Mentalist. Ich sehe genau, was du gerade machst. Was? Mal, Olli ist immer noch so dabei. Hör mal ruhig zu, Oliver. Da lernst du noch mal was. Die ganze Zeit in unserem Ohr. Ja. Ich reagiere gar nicht mehr. Ich kann auch das Ohr für dich weglassen, das ist halt okay. Ja. Du spielst einen Lehrer. Ja. Mit schwer erziehbar? Ja, ich habe gerade an ihn gerade wieder um deinen Film, auch oder was? Sieht aus wie ein Lehrer gerade. Nee, ich hab, ja, ich spiele einen Lehrer, einen Pädagogen. Ja, und wir zeigen vielleicht mal einen Ausschnitt, damit man einen Eindruck kriegen kann von dem Film Die Welle. Ich wusste das gar nicht, dass es ein bekanntes Jugendbuch ist. Also nicht jedem Buch, aber handelt von Jugendlichen in den 80er Jahren. Genau, du hast das nicht mehr gelesen in der Schule. Nee, hast du es in der Schule gelesen? Nee, ich auch nicht. Also es kam 81, glaube ich, in die Schulen und ich bin 84 aus der Schule raus. Ich habe schon sehr schnell mein Abitur gemacht. Ich brauchte nur 10 Jahre dafür. Ja. Ja. Turbo-Abi. Ja. Ja. Reden die ja jetzt alle drüber. Ja. Ich war auf einer sehr guten Haupt- und Realschule. Keine Schauspielschule? Nee. Du bist einer von denen, die auch sagen, nie eine Schauspielschule, aber bei dir hat das sich nicht negativ ausgewirkt. Bei vielen anderen, die dir so stolz sagen, ich war nie auf der Schauspielschule, würde man sagen, ja, man sieht's. Aber Oliver zum Beispiel. Nein, er macht das schon gut. Kannst du richtig damit sagen. Wie bist du eigentlich in diesen Beruf reingeschlittert, kann man sagen, oder Schauspieler? Ich habe es nicht wie Oliver gemacht. Also der kam ja wirklich an meinen Tisch, das kannst du wirklich, gar nicht vorstellen. Wirklich, war das? Wo war das? Mit dem Kutschis in Berlin. Das ist schon ein bisschen her. Das ist eine Kneipe. Ja, ja. Da hatte dann damals noch gar nichts zu tun. Oliver, hörst du eigentlich? Nee, wa? Ja, ich höre euch. Scheiße. Ich läster mal, mach mal den Ton weg. Kann ich besser lästern. Das ist ein schlechtes Gewissen. Nee, die Welle wollten wir noch. Ja. Ja, das ist ja dein Film. Ist ein guter Film, ja. Ist ein wirklich guter Film. Und der Ron Jones hat damals, ich weiß nicht, das ist ein Originallehrer, der hat 68, hat ein Experiment gemacht mit der Klasse. Ja. Und das ist ein bisschen aus der Reihe getanzt sozusagen. Ist also richtig durchgegangen. Und das haben wir sozusagen verfilmt jetzt. Sind die Fragen nicht okay, die ich dir stelle, oder wie? Doch, aber ich muss das ja jetzt sagen, ne? Oder? Ja, nee, weil wir haben die Möglichkeit, dadurch, dass wir live sind, wir könnten ja mal reinschalten, was Kerner jetzt gerade macht. Und da war ich, wenn dir das vielleicht leichter ist, könntest du vielleicht auch die Fragen von Kerner antworten. Das finde ich eine gute Idee. Weißt du? Also, ich meine... Ist der live jetzt? Ja, der ist live, natürlich. Also, nee, Kerner ist, glaube ich, nicht live. Der hat, glaube ich, zeigt ein bisschen früher auf. Aber er ist kein Bild, oder? Der ist noch gar nicht. Ah, doch. Er ist noch Maybrit Illner. Aber du könntest darauf auch antworten, die Kerner kommt noch später als Maybrit Illner? Ja, wegen Fußball. Das ist der Industriepräsident. Ah, ist doch vorbei, nee. Ist Olli noch da? Ja, der langweilt sich, ne? Das sind jetzt wir im Fernsehen. Das ist wieder Physik. Das ist Physik. Und so leicht verzögert. Wir sehen uns jetzt, wie wir uns sehen. Das ist verrückt. Guck mal, die Bewegung. Das ist absolut dermal. Ist alles so ein bisschen anders. Aber wir sehen das verzögert, guck mal. Das ist doch geil. Sowas finde ich gut. Wie erklärt man sowas in der Physik? Wo ist hier der Pocher für der Neue? Schwer zu erklären. Ganz schwer. Ja, ein amerikanischer Film. Ach, guck mal. Kenn ich nicht. Du, das tut mir leid. Ich ist ja nicht schlimm. Ich muss so eine richtige, knackige Kerner-Frage. Ich beantworte gerne deine Fragen. Ja. Um nochmal aufzuschlagen. Wie war das? Du Olli, hast du eine Frage? Was? Glaubst du da dran, an Uri Geller, an dieses Mentale, an dieses... Ich war ja da in der ersten Sendung. Ja, ich habe das bewundert. Ich habe mich echt gefragt, ob du Warum wirklich dran du glaubst. Oder ob du wirklich so ein toller Schauspieler bist. Du bist natürlich ein toller Schauspieler. Du bist wirklich ein toller Schauspieler. Nein, ich saß da, weil ich als kleiner Junge schon vom Fernseher saß und Uri Geller sich die Dinger da verbogen hat. Und dann bin ich halt in die Sendung. Aber er selber hat ja gar nichts gemacht. Ja, da kamen so komische Mentalisten und haben irgendwas gemacht. Ich fand das sehr lustig. Es hat echt Spaß gemacht. Du hast gedacht, er selber würde was machen. Ich habe natürlich gedacht, er selber macht was. Er hat ja auch ein bisschen was gemacht. Aber im Grunde genommen haben die ja einen neuen gesucht. War ja auch logisch. Ja. Letztendlich. Ich habe das gar nicht begriffen, das Konzept. Hast du das geglaubt, was du da gesehen hast? Ja, klar. Ich bin ja schnell für sowas zu berühren. Ja? Ja, ja. Ich glaube das ja sogar, wenn Oliver das macht. Oliver hört sich auch scheiße an, ne? Oliver. Oliver? Ich finde das super, was du als Mortadella machst.
Ich glaub dir das sogar, wenn du als Mortadella unterwegs bist. Ja, das finde ich auch ganz gut. Ich bin gerade abgelenkt, weil es ist ja jetzt auch gleich schon Mitternacht und jetzt geht's eher schon Richtung Restefick, deswegen jetzt die Sendung interessiert mich nur noch zweitrangig hier. Macht ihr da euer Ding, der Film wird bestimmt super. Aber da sind doch gar keine Frauen. Läuft da schon was bei euch, oder? Nee, eigentlich nicht. Nee, aber ich bin so ein Fernsehtyp. Hi, hallo, na? Säckchen, der wievielte ist das? Der vierte. Ja, geil. Noch zwei, dann könnte ja was gehen. Mit uns beiden, oder? Ja, mit wem sonst? Mit ihr, der Pfeife hier, oder was? Nee, danke, den kenne ich schon so lange. Wir sind befreundet. Wir sind 10 Jahre befreundet. Ich bin ja wirklich im Fernsehen. Echt? Ja. Ihr macht alle was falsch. Mal. Guck, wir sind schon 37 Sekunden. Wir sind schon 37 Sekunden drüber und während Oliver weiter moderiert, ohne gesendet zu werden, sagen wir tschüss. Danke Jürgen, schön. Die Welle läuft Vielen schon Dank. Im Kino. Jürgen Vogel! Und noch sehr in der Rolle drin. Sehr gut.